Freiheit für Ai Weiwei, riefen Hunderte von Demonstranten am Montag in Hongkong. Der Künstler wurde vor einem Monat am Flughafen in Peking verhaftet und wird seitdem vermisst. Bei der Demonstration bezogen sich die Aktivisten symbolisch auf die 1001 Holzstühle der Ming- und Qing-Dynastie, die Ai Weiwei 2007 bei der Documenta in Kassel aufstellte. Mit den Stühlen bildeten die Aktivisten das chinesische Schriftzeichen für Gefängnis. Laut Demokratieaktivist Li Chukien aus Hongkong soll die Demonstration das Gefängnis der Chinesen unter der Einparteiendiktatur in China widerspiegeln. Ai Weiwei wurde bereits vor einem Monat verhaftet und keiner weiß, wo er ist. Das Regime hat ihn ohne rechtliche Grundlage eingesperrt. Deshalb fordern wir seine Freilassung. Wir haben 1001 Stühle aufgestellt, um zu symbolisieren, wie die Menschen durch die Einparteienherrschaft eingesperrt sind. Und wir wollen diese Einparteienherrschaft durchbrechen für ein demokratisches China. Und so durchbrechen die Demonstranten die Stuhlformation, als ob sie das Einparteiengefängnis durchbrechen. Als Sonderverwaltungszone genießt Hongkong im Gegensatz zum Festland China demokratische Freiheiten. Seit dem Verschwinden von Ai Weiwei haben dessen Befürworter in Hongkong eine Reihe von Protesten ausgerichtet. Chinesische Autoritäten behaupten, sie würden Ai wegen wirtschaftlicher Verbrechen untersuchen. Seine Befürworter glauben jedoch, dass er verschwunden ist, weil er sich für Menschenrechte einsetzt. Laut unbestätigten Aussagen von Menschenrechtsgruppen soll Ai unter Folter ein Geständnis unterzeichnet haben.